Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Spyro Seasons of Flame. Im letzten Part haben wir die Himmelsprärie abgeschlossen und jetzt sind wir zurück zur Sonnenprärie, was für ein blödes Wort, um auf Insel Kleeblatt und beim Dune-Tempel dahin zu gehen, wo wir vorher noch nicht hin konnten, weil uns ein blöder Stein blockiert hat. Aber wir sind ja jetzt dickschädeliger, oh Mann, was für ein Wort, geworden und deswegen können wir... Genau, da jetzt durch. Och, es klingt wieder so fröhlich hier. Aber es stimmt, unsere Freunde, die Rhinoxe, sind ja wieder da. Die ignoriere ich jetzt am besten einfach mal und gehe einfach nur dahin, wo ich hin muss. Husch, weg mit dir. Denn wir wollen ja keine Zeit verlieren, oder? Nee, wollen wir nicht. Ansonsten ist hier alles eingestellt und ich hoffe jetzt, da die Musik mir gerade so ein bisschen lauter erscheint, im Ohre, dass wir... Bams! Ach so! Okay, gut, dann müssen wir nochmal den Schlüssel einsammeln und der ist ein gutes Stückchen von uns entfernt. Da ist das einmal durch das ganze Level latschen. Das ist ja fein. Komm schon. Na, ich hoffe, wir schaffen das dann zeitig alles. Weil ich wollte ja eigentlich zwei Sachen machen. Und Gott, das erscheint mir gerade so laut. Ich glaube, ich probiere ganz kurz, ob es zu laut geworden ist. Stell dann um und dann geht es auch gleich weiter hier. Bis gleich. Gleich. Okay, Leute. Alles in Butter. Es kann weitergehen hier. Und ich überlege gerade, wo tragen mich meine Füße gerade hin? Nicht in die richtige Richtung. Wir wollen doch runtergehen. Oh, bleib doch nicht an jedem Zaun hängen, Spyro. Das ist ziemlich peinlich, musst du wissen. So. Genau, that's the way we want to go. Denn da kommen wir. Oh, nein! Nach ganz oben. Zu dem Schlüssel. Oder auch nicht. Dankeschön, dass ich wieder am Anfang des Levels bin und den ganzen Weg nochmal laufen darf. Haram. Naja, aber was soll's. Wir werden das schon überleben. Also wir auf jeden Fall. Ob das Spyro überlebt, ist eine andere Frage. Aber wenn er mal nicht so blöd wäre beim... Rhinox, der mich überrollen will. Beim Steuern, dann würde ihm das auch nicht passieren. Nein, das ist definitiv zu weit weg. Wo ist der Rhinox? Ich habe keinen Bock nochmal umgerollt zu werden. Los, wird wieder normal. Genau, damit ich dich abfeuern kann, abschießen, wie auch immer man das nennen mag. Oh! Gott, ich kann das so nicht ab, wenn es so krass hin und her geht und nicht so bleibt, wie es sein soll. Also wenn... Spyro die Richtung ändert. Hast du mich gerade geschlagen? Das fällt dir ein. Macht man einfach nicht. Wer hat dich denn erzogen hier? So. Da ist das geheiligte Festland, zu dem wir wollen. Nee. Oh Gott. Sparks ist hin. Und ich bin jetzt auch hin. Da war die Reichweite von unseren Freunden wohl einfach zu groß. Aber ich will jetzt hier nicht draufgehen und mich zu Tode blamieren. Deswegen eliminiere ich einfach mal, was ich eliminieren kann. Und gehe den ganzen Weg noch mal. Gott, Spyro, manchmal bist du echt assi. Diese Steuerung. Wahrscheinlich auf dem GBA nicht so komisch. Aber was will man machen, wenn man emuliert? Genau, sei aus der Puste, damit ich dich abballern kann. Der nächste. Dankeschön. Dann bin ich euch nämlich auch mal lockerflockig losgeworden und kann da rein. Wo will ich da jetzt rein? Will ich nicht zuerst den Schlüssel holen? Wow! What the hell? Euch geht's echt zu gut. Spyro, warum schießt du nicht rüber? Das wäre jetzt die Gelegenheit gewesen.
Ach, ich hoffe einfach, ich verrecke da drin nicht und... Ach so, da drin ist der Schlüssel. Nice. Deswegen also zwei. Ja gut, damit lässt sich nehmen. Jetzt muss ich nur noch heil zurückkommen. Weil wenn ich sterbe... Wow, das war knapp. Dann verliere ich den Schlüssel ja wieder. Und deswegen will ich vorher bei einer Fee sichern. Oh Gott, die Ebene sieht mir nicht gleich aus. Deswegen lieber ein bisschen höher gehen und dann rüberfliegen. Wow, 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 wow. Gott, wir haben es geschafft. Jetzt sichern. Dass man auch immer nicht hört, wann die speichert. Echt ätzend. So, und jetzt sollte doch hoffentlich nichts mehr schief gehen. Wow, ich dachte gerade, ich habe mich um meinen Pixel verschätzt. Oh, oh, meine Nerven. So, jetzt das letzte bisschen und dann durften wir alles haben. Das ist der letzte Edelstein in diesem Level. Freuen wir uns und Atlas. Ja. Hier ist jetzt alles getan, was wir tun können. Deswegen speichern wir das Spiel. Ja, ich bin sogar sicher, dass ich sichern möchte. Und Level beenden. Ganz leicht, lockerflockig. Und tut mir leid, ich musste schon wieder aufstoßen. Manchmal trinke ich vor meinen Aufnahmen echt die falschen Sachen. Es ist doch unglaublich, dass man gerade dann immer wieder so aufstoßen oder schlucken oder der Mund wird total feucht, wenn man aufnehmen muss. Na, was heißt muss? Ich muss ja nicht, aber ich möchte. Und gerade dann denke ich mir, wo ist eigentlich der ganze Speicher sonst gewesen? Wenn ich nichts sage und irgendwie nur rumdümpel, gammel, irgendwas schaue, dann lässt er sich nicht blicken und alles ist normal. Und sobald ich aufnehme, ja, komme ich mir so vor, als hätte ich irgendwo ganze Tanks gebunkert, die sich gerade in meinem Mund entfalten und sich irgendwohin bewegen wollen, sodass ich ihn runterschlucken muss. So, da wir ja erst vor kurzem hier waren, sehe ich auch gleich wieder, was unsere Problematik war. Irgendwie haben die Rinoxe uns ziemlich oft auf den Kopf gegeben. Wow, das war schlecht. Wie schwer es doch sein kann, einfach geradeaus zu fliegen. Oh Gott. Mann, warum geht das nicht auf einmal? Warum ich sagen Sätze in so komischer Reihenfolge? Ich versuche jetzt einfach diese Mumien zu ignorieren. Ich habe keine Lust, mich mit denen zu ärgern. Deswegen erwischen die mich. Die haben so einen scheiß Bumerang. Ist ja zum Kotzen. Also echt. Das fällt mir gerade ein. Wo genau musste ich nochmal hin und rein? Ich glaube, das war hier irgendwo. Genau. Bams! Eisig! Und jetzt fällt mir wieder ein, was ich eigentlich alles machen muss. Von wegen Rinox ignorieren. Ich muss die alle ja noch zerstören. Na okay, dann entferne ich sie doch alle. Und das ist wieder so ein Extra-Tor, mit dem ich in so einen anderen Bereich komme. Und das ist der letzte Edelstein! Gut, das ist komplett. Und was willst du? Hey, du da, könntest du mir bitte helfen? Ich suche seit Ewigkeiten nach einem großen Schatz und nun habe ich ihn gefunden und ein Dieb hat sich damit davon gemacht. Nein. Er sitzt hier fest, aber ich kann ihn mir nicht packen, weil er mir dann entwischen könnte. Könntest du ihn fangen und mir meinen Schatz zurückbringen? Ja, kann ich für dich machen, aber ich hoffe gerade stark, dass es nicht die Person ist, die ich denke, dass sie es ist. Oh Gott, steh mir bei. Ganz. Oh, es ist genau die Person, die ich denke, dass sie es ist. Nein. 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 Das heißt, ich werde hier viele Leben verlieren und mich ärgern und...
Na. Einige werden sich sicher freuen. Hm, der Dieb sieht aber mittlerweile anders aus. Aber die Lache ist immer noch die gleiche, beschissene. Bleibst du wohl stehen? Wenn ich dir nur irgendwie den Weg abschneiden könnte. Oh Gott, da hätte es sitzen können. Da waren es Zentimeter. Immerhin ist es jetzt eine nette Fläche, wo ich nicht sofort... Ah, nein! In den Abgrund rase. Alter! Du Drecksding! Scheide dich doch mal! Ja? Okay, das ist das Einzige, was mich in diesem Spiel... in dieser Spielreihe... Oh! Aggressiv macht. Ich glaube, allein für den ganzen Ärger, den ich immer mit ihm habe und wie ich dann abgehe hier beim Spiel, würde sich schon lohnen. Jetzt sind die ganzen Minoxe wieder da, oder? Ich glaube, ich mache die zuerst alle und fange dann im nächsten... Nein, will ich jetzt noch einen neuen Part? Scheiße. Das war die falsche Attacke. So, einmal... Nein, das war blöd. Genau so wollen wir den platt machen. Und euch beide auch. Und dann gucken, wo die blöden Rhinoxe sind. Na, immerhin haben wir in dem Level gute Musik. Da lässt es sich verkraften, dass wir mit der größten Scheiße überhaupt zu tun haben. Gut, hier ging es ja nur zurück, genau. Der Insel war ja sonst kein Rhinox mehr. Und dann speichern wir einfach schön immer wieder, während wir jetzt alles abklappern und in trockene Tücher packen. Dann kriegen wir mit den Rhinoxen am Ende auch nochmal schön was und dann hat sich die Sache soweit. Oh, und scheinbar ist es ganz praktisch, die dann doch gleich alle mit Eis aus dem Gefecht zu schaffen, zu rollen. Echt? Dann kommen sie nicht mehr zum Werfen. Ist ja nice. So. Und man muss nicht mal groß Anlauf nehmen, um sie zu erwischen. So, geht hier oben noch was? Hello? Hello? Nee, ich glaube nicht. Dann will ich mal hier hinfliegen. Genau, irgendwo war ja noch so ein Mittelteil. Oh Gott, Schiss, dass ich hier wieder runterfalle. Ach, bin ich jetzt wieder am Anfang? Nee, ich bin am Ende. Ich bin so am Ende. Komme ich darüber? Ja. Zack. Mal rüber geschaut, ob wir hier noch was haben. Ach so, ich war doch am Anfang. Ja gut, dann gehe ich jetzt wieder speichern, damit wir soweit sicher sind. Dupdi, stupsi. Gut, und dann nochmal den Mittelbereich suchen. Achso, da haben sich noch einige versteckt. Ihr Dreckeligen! Ups, ups. Schön. So. I'm coming. Hast du mich gerade fast... Er hat es fast gewagt. Das hätte ich ihm nie verziehen, wenn ich das Leben verloren hätte. Gut, die beiden also gleich nochmal. Oder doch nicht? Wurden die jetzt doch gespeichert? What the hell is going on? I no understand? Wirklich nicht. Hey, was ist mit meinem Rhinox-Bonus? Achso, da haben wir ja noch einen. Und scheinbar war es nicht der letzte. Hallo? Ich hätte sie gern so langsam alle mal beseitigt. Ich will meine Überraschung haben.
das ist nicht fair. Ja, ich glaube, hier war ich schon. Ja. Hier warst du schon? Was sagt denn der Atlas? Vielleicht muss ich ja nur noch mit meinem Lieblingsfreund spielen. Ja, ich muss nur noch mit meinem Lieblingsfreund spielen. Schande und Hass. Wirklich, das Vieh deserved all of my hate. Ja, ich helfe dir ja. Hör auf, mir mit deinem Gequietsche mein Ohr zu zerschrammen. Oh, und ich glaube einfach nur zur Sicherheit möchte ich einen Safe State setzen. Ich will ihn zwar nicht nutzen, aber je nachdem, wie viel Zeit ich verliere, wenn ich hier wieder in den Abgrund renne und den ganzen Weg zurücklaufen muss, dass man das Bewegungsmuster auch nicht so gut durchschauen kann. Ich kann auch nicht so direkt an ihn ran. Ja, nee, das ist mir jetzt einfach zu zeitaufwendig, den ganzen Weg immer zurückzulaufen. Ich will ja irgendwie auch Fortschritt zeigen. Und zu cutten, wie ich immer wieder dahin gehe, ist mir jetzt auch zu blöd. Vor allen Dingen, weil, keine Ahnung. Es ist zwar eigentlich kein Aufwand, aber wenn ich mir die Unterbrechung sparen kann und die Leben sowieso kriege, dann geht das schon. Nein, es hat immer nur Zentimeter. Und diese Scheißsäulen. Gott, wie kann etwas nur so nervig sein? Wie kann es nur? Da bin ich ganz froh, dass hier gerade niemand ist, weil... Alter Schwede! Das muss ich mir nicht geben, dabei auch noch live beobachtet zu werden. Also live im Sinne von, wenn ich das aufnehme. Du hast ihn erwischt, Spyro. Jetzt müssen wir Nigel seinen Schatz zurückgeben. Ja. Okay, Nigel ist zufrieden. Schön. Danke, das wird sich in unserem Museum sehr gut machen. Bevor ich Schatzsucher wurde, habe ich übrigens Feuerfliegen gesammelt. Glühwürmchen. Hier, bitte nimm zur Belohnung mein letztes Glühwürmchen. Das letzte Glühwürmchen. Scheinbar so ein trauriger Film und ich habe ihn noch nicht gesehen. Was tust? Werde ich aber irgendwann mal machen. Du hast Lunte gefangen. Das letzte Glühwürmchen in diesem Level, bla bla, spart sich weiß. Gut, und können wir dann hier ganz locker flockig erstmal das Spiel speichern? Ja, ich bin mir ganz sicher. Sicher bin ich mir sicher. Und dann Level beenden. Und damit endet nämlich auch unser Part, denn jetzt haben wir hier alles gemacht. Wir können uns der Himmelsprärie und ihren Leveln zuwenden. Glotte 2000. Ach ja, ich bin stolz. Stolz und froh und fröhlich und ich habe Spaß. Ich spiele Spyro. Nein, ich gehe mir nicht das Affentheater wieder antun. Wo man fast sagen könnte, damit ich das Schlimmste hinter mir habe, fange ich doch eigentlich im nächsten Level wieder mit den blöden Affen an. But nah, ich weiß nicht. Ich weiß absolut nicht. Na, mal gucken, wie ich mich in den nächsten paar Minuten entscheide. Wenn ich denn das Tor zur Himmelsprärie finde, bitte gleich. Ja, wenn ich meine Karte aufgedröselt habe, dann kann ich... Perfekt. Nicht gleich auf alles überblicken, weil ich habe leider keine zwei Bildschirme. Und ich habe hier nur so ein 4:3 Notebook. Das sieht dann alles gediegenermaßen ziemlich scheiße aus, wenn man viel auf einmal offen hat. Ja, so ist das im Leben. Gut, und ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Wir haben gut was geschafft. Im nächsten Part geht es mit neuen Leveln weiter. Und ich freue mich schon auf euch.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liebe Grüße, eure Kyoko.